Vielleicht haben einige von euch ja schon mal das Seepferdchen gemacht. Wenn man so ein Abzeichen hat, dann hätte man das natürlich auch gerne an der Badehose, damit das jeder sehen kann. Und dann kommt zum Beispiel die Mama, nimmt eine Nähnadel und einen Faden und näht das dann an der Badehose an. Ja, aber wie kriegt man eine Nadel so spitz, dass man damit nähen kann? Und wie kriegt man die Öse in die Nadel? Dazu sind wir nach Budweis in Tschechien gefahren. Das sieht so aus. Und ganz in der Nähe gibt es die einzige Fabrik in Europa, die noch Nadeln herstellt. Und das geht damit los, dass Draht von der Spule gewickelt wird. Der Draht läuft dann über solche roten Scheiben, kommt in diese Maschine. Und was passiert da? Da sind so ein paar nervöse Teile, die geben den Draht weiter. Und dann sind da erstmal so Teile, die drehen sich rasend schnell. Und weil man da nicht so viel sieht, haben wir die mal angehalten und mit der Hand weitergedreht. Und da sieht man, dass der Draht über und unter solchen grünen Teilen durchgeführt wird. Dadurch wird er gerichtet, gerade gemacht. Und wenn der Draht dann aus diesen Teilen rauskommt, dann ist er gerade, kann man hier sehen. Und am Ende dieser Maschine, nämlich genau hier, werden immer Stücke abgeschnitten, und zwar ungefähr 10 cm lang. Vorher war der Draht krumm, jetzt danach ist er gerade, klar. Und weiter geht's. Dann kommen alle diese Drahtstücke hintereinander auf eine Maschine und werden an einer Seite angespitzt. Da, wo die Funken so fliegen, da sieht man, wird dieser Draht an einer Seite angespitzt. Das soll dann mal später die Spitze der Nadel werden. Da sieht man's. Richtig schön spitz schon. Aber noch nicht spitz genug. Und deswegen kommen diese Drahtstücke auf eine zweite Maschine. Da wird diese Spitze, die wir eben schon mal gesehen haben, nochmal angespitzt. Da kann man's sehen. Aber das passiert nicht nur an der einen Seite, sondern auch an der anderen. Also einmal anspitzen und nochmal anspitzen. Und dann hat man ein Drahtstück mit je einer Spitze an beiden Enden. Und das kommt jetzt auf eine Maschine mit drei Werkzeugen. Unter dem ersten Werkzeug passiert Folgendes. Haben wir mit der Kamera mal ein bisschen langsamer gemacht. Da kann man es ein bisschen sehen. Da wird in der Mitte was platt gemacht. So sieht das dann aus. Weiter zum zweiten Werkzeug. Da wird was ausgestanzt, haben wir auch mit der Kamera langsamer gemacht. Kann man nicht genau sehen, aber das sieht dann so aus. Da sieht man, ist ein Loch reingekommen, das wird die Öse. Und weiter zum dritten Werkzeug. Da wird das Drahtstück in der Mitte geteilt, sieht man auch nicht so genau, deswegen haben wir das auch nochmal extra fotografiert, dass ihr es besser sehen könnt. In der Mitte, das ist Abfall, und rechts und links schon zwei Nadeln. Aber natürlich noch nicht fertig. Denn der Draht, aus dem die Nadeln bis jetzt noch bestehen, ist immer noch biegsam. Die könnte man einfach so umbiegen. Das darf natürlich nicht sein. Und deswegen müssen die Nadeln gehärtet werden. Dazu werden sie erstmal warm gemacht, heiß gemacht. Das Ganze passiert in so einer riesigen Maschine. Da kann man gar nicht viel von sehen. Auch nicht davon, dass sie nach dem Heißmachen schlagartig in Salzwasser wieder abgekühlt werden. Und danach sind die Nadeln jetzt wirklich hart. So kommen sie da raus. Und jetzt kann man sie nicht mehr biegen. Jetzt bleibt sie stabil. Und dann passiert noch was ganz Ungewöhnliches. Jetzt werden ganz viele von diesen gehärteten Nadeln in einem großen Paket eingepackt. Darüber kommt Tomatensoße. Das ist natürlich Quatsch, das ist keine Tomatensoße, sondern Öl. Und auf dieses Öl kommt ein Scheuerpulver. Schön gleichmäßig wie die ganze Fläche. Und damit sich das Ganze gut vermischt, nochmal von dem Öl dazu. Dann wird das Ganze oben mit einem Tuch zugemacht, eingewickelt. Und damit es nicht wieder auseinander geht, wird eine große Nadel genommen und das Ganze zugenäht. Ist das passiert, dann erstmal in einen öligen Lappen. Das Ganze in eine Plastikfolie und durch das Einwickeln ist das viereckige Paket jetzt rund geworden. Danach nochmal in einen öligen Lappen und dann einwickeln mit so einem Lederriemen ganz gleichmäßig rundherum. Ist das passiert, kommen dann noch so ein paar Metallstäbe dazwischen. Dann aufstellen, oben die Plastikfolie zusammendrehen. Und eine Kappe drauf, das Ganze an beiden Enden. Schlag mit dem Hammer, Paket
fertig und dann ab in diese Maschine. Die wird dann angestellt und fängt sich an zu drehen. Und damit sich das Paket auch richtig drehen kann, kommt dann noch so ein Pulver drauf. Und danach bleibt dieses Paket in der Maschine 36 Stunden lang und diesen ganzen Vorgang, der da drin passiert, den nennt man Scheuern. Und wenn das Scheuern nach dieser langen Zeit vorbei ist, dann kann man sehen, was mit der Nadel passiert ist. So sah sie vorher aus und so danach. Schön blank und poliert. Die ganzen Kanten außen sind weg. Und das gleiche ist natürlich auch an der Spitze passiert. Vorher sah man da noch so Riefen und nach dem Scheuern ganz blank und glatt. Aber immer noch nicht fertig. Denn jetzt kommen die gescheuerten Nadeln in solche Plastikbehälter und kommen dann in eine ganze Reihe von chemischen Bädern. Das Ganze nennt man Galvanisieren. Und sehen, was da genau passiert, kann man gar nichts. Und wenn sie dann nach dem letzten Bad rauskommen, dann werden sie ausgekippt, kommen danach in eine Art Waschmaschine. Ja, das ist dieses grüne Teil. Werden danach nochmal gewaschen. Und wenn sie da rauskommen, dann sind sie vernickelt. Dann sind sie richtig schön glänzend, so wie man die Nähnadeln kennt. Aber das macht man natürlich nicht nur, dass sie schön aussehen, sondern das ist, damit die Nadeln nicht rosten. Vorher so und nach dem Galvanisieren so. Eigentlich fertig, aber jetzt kommen alle Nadeln noch mal unter die strengen Augen von Eva Semeradova. Die schaut sich jede Nadel einzeln an. Und alle, die nicht ganz in Ordnung sind, die fischt sie raus. Aber das macht sie nicht alleine, sondern sie hat noch ein paar Kolleginnen. Und worauf achten die? Ob so eine Nadel zum Beispiel krumm ist? Aber die muss nicht so ganz krumm sein, sondern vielleicht nur ein bisschen. Oder ganz oben, die ist nicht ganz schön blank. Die kommen also raus. Also das Ganze nochmal, jetzt könnt ihr mal gucken, ob ihr das seht. Da ist eine, da unten ist eine und jetzt da sind zwei übereinander. Die müssen alle raus und wenn sie alle gefunden hat, die, die dann gut sind, die werden dann in einen Karton gelegt und fertig verpackt und kommen dann zu euch nach Hause. Und dann kann man das Seepferdchenzeichen an die Badehose annähen.